Je nachdem, was das für, ich meine, ist das der Raptor, der dich getötet hat? Weißt du das, Xa? Oder ist das irgendeiner? Ihn hat ein Alpha-Raptor vorher gekillt. Was, der mich vorher unten am Bach gekillt hat? Ja, ob das der ist, der hier rumgelaufen ist, oder ob das ein Raptor ist. Das müsste der sein, also okay. Zumindest von der Farbe her passt. Dann ist es ja nur Level 4. Das wollte ich damit nur wissen, also ist er machbar. Ach so. Ja, auf jeden Fall. Da hinten war was. Wo ist da hinten? Schredderigen, nur zwei, okay, alles gut. Ja, die sind schon die ganze Zeit da. Gut, den haben wir gleich. 88%. Cool. Sauber. Der hat, wenn er aufsteht, also hat jetzt schon 1760 Leben, er wird also um die 2000 Leben haben, das ist gar nicht mal verkehrt. Für so einen kleinen. Ja, gut. 110% Damage, müssen wir mal gucken, was draus wird. Mich auf den 2 Metern verlaufen. Das ist. Was? Ach, alles gut. Hat er jetzt nicht gesagt, oder? Doch. Hatte schon gehofft, ich habe mir das nur eingebildet. Chris ist da. Grüß dich, Chris. Hi. Wenn es eine dritte Staffel gibt, werde ich Koya mal nett fragen. Oh, Tamed Rex. Wunderbar. Sehr gut. Sehr gerne, aber du als PvP-Profi machst ja dann alle platt. Da müssen wir irgendwelche Handicaps bei deinem Team einbauen. Du spielst alleine. Die anderen sind zu dritt. So machen wir das. Wäre natürlich eine Idee, ja. Kommt der jetzt durch? Da müssen wir Steine weghauen. Ja, schau gerade mal, ob er jetzt irgendwie... Ich glaube nicht, dass der kommt rüber und hilft, ja. Ja, den linken machen wir dann, ja? Ja. Okay. Ja, das hat schon kalt. Ja, meins wird wahrscheinlich auch kaputt gehen, bevor das Ding. Ich habe einmal draufgehauen jetzt gerade. So. So, jetzt kommst du durch, Rexy. Moment. Oder hast haben sie dir einen zu harten, dicken Hintern anoperiert? Nee, passt, alles da. Moment. Weißt du, mich lasst du jetzt hier voll überladen? Einfach rumstehen. Wenn du mit der Axt zu Hause statt mit der Spitzhacke. Meine Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen, du Duffi. Das hast du gesehen sogar. So. Aber ich nehme an, das Projekt hat auch echt ganz cool, wie gesagt. Ja, ich, also es hat letztes Jahr uns auch schon saumäßig viel Spaß gemacht. Also mussten wir unbedingt eine zweite Staffel machen. Und es macht auch jetzt schon wieder Spaß, obwohl wir noch sehr wenig von den anderen gesehen haben. Aber schön konditioniert. Sehr gut. Gut abgerichtet, ja. Ach, herrlich. Ja, da müssen wir halt mal gucken. Also wir haben jetzt... Jetzt können sie kommen. So. Aha. Ja, dann kommen sie mit 220er Rex und einem Speeder. Ja, wahrscheinlich. Brontos. Mich wundert ja, dass dieser Rex die Brontos weggemacht hat. Das ist mir ein totales Rätsel. Ja. Dass der das geschafft hat. Er hat die vorher trennt, also... Ja, trotzdem, dieser kleine Rex, da müssen die Brontos ja wirklich auch. Hast du noch irgendwo Narkosebeeren? Beeren? Hm? Höchstens im Güni, ich selbst nicht mehr. Ansonsten musst du mit Güni mal. Mit Günette! Mann, jetzt ist sie wieder böse, jetzt redet sie wieder nicht mit mir 3 Tage lang. Kann ich verstehen. Würde ich auch nicht anders halten. Wenn ich dich Günette genannt hätte, ja? Nein, aber wenn du zum Beispiel wie aus einem Hexenkönigin eine Hexenkönigin machst und solche Scherze. Mhm. Unser Spielleiter schreibt im Chat, dass genau ein Team sein Dodo benannt hat, nur. Oh, nur wir? Schämt euch! Schämt euch! Ja, bitte, nennt eure Dodos. Wir wollen ja wissen, welchen König wir haben. Hier, Unik, das ist ganz wichtige Rolle für einen Spielleiter. Bitte hinschreiben, nur benannte Dodos können König werden. Wie sollen sie denn sonst heißen? King Dodo etwa? Das ist doch ein blöder Name. Oh Mann. Es ist übrigens schon 11 Uhr durch. Hattet ihr eine Zeit abgemacht mit den Spielern? Ja, jetzt so langsam müssen wir tatsächlich dann ans Finale denken. Wir kommen zurück zu Xa. Mhm. Und dann mauern wir uns da oben ein zum Finale. Das dürfen wir. Ja, aber du solltest das über Broadcast durchsagen. Wie lang? Das kann auch Unique am besten machen, bis ich jetzt hier einen Broadcast mache. Dann laufe ich lieber in der Zeit. Wir machen bis 23.30 Uhr. Bis dahin müssen die Dinos eingemauert sein. Ich sag ihm das kurz. Das wäre super, ja. Danke dir.
Danu? Ja? Du sitzt auf Güni. Ich kann aber mit Güni nicht reiten, also du kannst dir gerne Güni nehmen. Nein, nein, nein. Ich nehme gerne alles andere im Schlepptau. Nein, es geht darum, ich nehme auch Güni, ist kein Problem. Gut. Kein Problem, überhaupt keins. Aber die Frage ist, wie machen wir es? Kannst du den Rex nehmen? Oder soll, nee, ich nehme den Rex mit Güni in den Schlepptau. So machen wir das. So machen wir das. Ich nehme den Rex und soll ich noch ein Kanu nehmen? Ja, oder? Sonst hast du zu viel. Ich nehme die beiden Rexe. Nehme die beiden Rexe. So, warte mal. Ich habe jetzt nochmal vier. Die habe ich ja mal. Steht jetzt noch irgendeiner rum? Ich? Günette. Nee, du hast... Ich kann aber den zweiten Kanu noch nehmen. Aber ja, geht das noch? Dann schnappen wir. Ja, du müsstest zwei Raptoren haben und drei Kanus. Ja, dann. Ja, genau. Okay, dann passt das doch. Den Alpha-Raptor hast du. Das ist die große. Ja, klar. So, der Alpha-Raptor übrigens, der richtige Alpha-Raptor ist in die Richtung, wo du jetzt läufst. Wir müssen hier rüber. Ich wollte die Tiere nur alle drehen, damit ich nicht dann hängen bleib. Okay. Yeah. Und warte kurz, ich muss Gamma. Yeah. So. Ja, ich muss auch noch mal ein bisschen mehr Gamma machen. So. Aber da, wo du jetzt hinläufst, sind die zwei Schredder. Ja, das ist wurscht. An denen kommen wir irgendwie vorbei. Die waren nach links, oder? Weil na, hier kommt bist du wieder oben? Ich hoffe, ihr bringt viel Hide mit, weil die Sattel verschlingen doch einiges. Ja, ist schon. Okay. Warte mal, ich geh mal gucken, ob hier ein paar Piranhas sind. Du bist doch ein Rex? Ja, nur den habe ich nicht unter Kontrolle und dann ist es mir immer lieber. Heute Kampf um den Thron geht dem Ende entgegen. Endspurt. Um 23.30 Uhr ist heute Schluss. Noch etwa 25 Minuten. Unique, wäre super, wenn du noch reinschreiben oder nochmal schreiben könntest, dass jeder sich einen Käfig oder ein Gehege bauen kann, wo er drin auslocken kann und seine Tiere auch in Sicherheit bringen kann. Zum Schluss ist das erlaubt, ansonsten ja nicht. Oh, da ist ein Kanu. Oh ja, wie soll ich denn da langkommen? Kanu? Ja, ich muss das da mal schauen. Warte. Oh, jetzt hat die Schrepperike. Dann Pfeif, bitte, eventuell reagieren die hinter mir. Und da ist noch ein Drodon. Pfeif, bitte. Ich kann nicht. Ich hab noch einen Drodon. Das ist nicht ganz ohne. So, Drodon ist auch noch weg. Ich glaube, der Rex ist gleich tot. Ging dann aber schnell. Kannst du dir nicht sagen, aber ich glaube, ich auf jeden Fall. Kann doch nicht sagen, wer gegen wen. Ich, okay. Weiß nicht. Das haben irgendwie alle überlebt, oder? Ja, ich glaube. Günni ist ganz schön kaputt, aber das haben alle überlebt. Alle. Der Königsmacher ist auch ganz schön im Arsch. Aber es leben alle. Ja, aber frag nicht. Moment, ich halte mal hoch jetzt. Oh, der Drodon war echt gemein. Wenn der mich richtig erwischt hätte, wäre ich ganz schön doof dagestanden. Deswegen habe ich versucht, die Tiere auf den zu perfen. Drodon? Ja. Okay. Den Drodon hat der Rex dann genommen. Ja, ja. Ja. Ich habe einfach Attack this Target. Da reagiert ja alles in der Umgebung. Nachdem ich die gelben Augen gesehen habe, habe ich mir gedacht, das müsste reichen und ich müsste ihn erwischen. Für die Zeit zwischen dem Spiel, ja, okay. Genau so, dankeschön, super. So, und dann schaue ich mir mal die Kleinen da durch. Wo es geht. Baust du schon ein bisschen vor, Xa? Hast du dazu Zeit? Dass du so ein bisschen Gehege haben. Vorbaust? Das müssen wir nur noch reinstellen, mehr oder weniger. Also wir bauen es dann außen rum. Dass du nur wir die Mauern brauchen schon mal ja eigentlich nicht für alle Tiere was, oder? Ja, ist das wirklich einsperren? Wir haben so das letzte Jahr zugehalten, dass wir eigentlich sehr relativ kurze Zeit nur dazwischen hatten. Ja. Wo der Server on war, also von daher. Passt schon. Solange der Alpha-Raptor nicht hochkommt, ist alles okay. Was wir reinbekommen, bekommen wir rein und gut ist. Ja. So. Also, okay, ich bin dann soweit. Kanus, findest du den Weg zielsicher? Ich bin mal wieder desorientiert, du kennst das. Ja. Nein, ich habe überhaupt keine Ahnung, Kuya, du musst uns hinbringen. Aha. Ja, dann mauern wir uns hier ein. Wir haben da hinten noch einen Zähnkäfig, Tür zu, fertig. Ach, komm mit.
Aber ich warte mal, irgendwie sterbe ich die ganzen Steine hier. Müssen da irgendwo durch. Was ist das? Was denn? Level? Level 2. Ein Demo. Achso. Kano? Ich greife da gerade was an. Kano, sag ich ja. Hau ab, die anderen machen es schon. Nein. Okay. Kein Kano mehr. Nö, kein Kano mehr. Ich glaube, unsere Meute ist schon mal ganz gut. Was hast du da jetzt? Bienodon. Gar nicht. Oh, Bienodon. Alles gut. Letzte wichtige Anmerkung. Erlaubt es auch dem potenziellen Dodo-König einen Namen zu geben. Ich bitte um Kreativität, mein Name. Erlaubt? Das ist Pflicht. Ein König ohne Namen gibt's nicht. Ja? Wenn einer ohne Namen da in das Ziel reingeht, der wird disqualifiziert. Da muss ich ja ein bisschen Vorteile verschaffen. Man hat ja als Spielleiter jederzeit die Möglichkeit, die Regeln anzupassen. Ja? Ach, oh ja, du bist kein Spielleiter. Oh, verdammt. Ja, Rex, was sagst du jetzt? Rex, das ist ein Stein. Zack, so. Alle aufgegraut. Ja, das musste bei sein Kühe, er hat so ausgeholt. Er war doch so voller Enthusiasmus. Und jetzt ja, eben. Ja, war ich einmal richtig Feuer und Flamme für das, was ich hier tue, und du kommst daher und grätscht mir in die Beine. Aua. Dazu will ich jetzt nichts sagen. So. Da unten ist unsere Hütte. Oh, was? Unten? Naja, da wo der Diplo ist. Ja, und den können wir jetzt auch mal weghauen. Der gibt A viel Haut und der ist nur Level 2. Wir wollten ja nicht in die Nähe vom Alpha, also sind wir umgegangen. Gut, jetzt werden wir sehen. Aua. Juhu, greif an! Du springen übers Haus. Oh, der Dodo greift aber auch mit an. Dodo! Der Dodo ist mit am Angriff. Königin Heinz will auch mal. Königin Heinz, wie schön, dich zu sehen. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Lass dich knuddeln. Oh Gott. Königin Heinz, fliehe! Fliehe! Flieht, ihr Narren! Solange ihr noch könnt. Voller Impuls stürmt in Richtung. Warum schaut der Rex so? Ja, der hat die Schredderie, der hat nur 700 Leben gehabt. Ich hab den schon wieder hochgefüttert. Der ja, ich wollte gerade so ein kleines, putziges Gehege bauen. Ja, aber du hast gesagt, wir sollen zähmen gehen, bitte. Ja? Wir waren zähmen, wenn du uns beide zähmen schickst, was glaubst du, was dabei rauskommt? Hast du die Kanosattel gefälligst fertig? Also einen habe ich fertig, der zweite dürfte noch an Hide fehlen, aber wenn ich da jetzt mal durchplündere. Ja, ich habe auf jeden Fall Hide. Ich tue es gerade in die Schmissi rein, ich habe ganz viel. Ja, tu das. Dann kann ich gleich wahrscheinlich auch den nächsten anschmeißen. Ich dachte, ich könnte jetzt schön rumflaumen und einen Xar zur Sau machen, dass der Sattel nicht fertig ist und der kommt und mir irgendwie, da liegt er drin. Nicht mit mir. Ja, auf den Xar. Du solltest Xar kennen, oder? Ja, es Verlass auf den Xar. Oh Mensch, Eisenwaffen. Oh, Xar. Ich muss dich gleich mal umarmen. Oh Gott, nein, da bin ich nicht rein. Da bringst du mich da alles raus, was ich irgendwie vielleicht brauche. Ich muss plötzlich ganz spontan ins Bett. Tschüss, User, Channel. Möp, genau. Möp. Ja, aber weißt du, Koja lernt nicht dazu. Wir spielen ein PvP-Spiel. Was macht er? Na, die Türe offen lassen. Ihr steht doch draußen und 25 Dinos auch. Meinst du, da kommt jetzt einer rein und klaut? Also ich wäre so frech, ja. Der sagt Hallo Rex und sagt, kannst du mich mal durchlassen? Muss die mal eben ausrauben. Nö, nee, aber solange er nicht haut, merkt es ja recht, keiner. Hast ja recht, besser angewöhnen als... Du, ich rede seit über 2 Jahren, ja? Ja, da solltest du doch langsam gemerkt haben, dass das nichts hilft. Nicht auf. Nee, ich bin einfach mittlerweile dieses Auto-Close auch wieder gewohnt, weißt du? Das ist echt das Schwierige. Ja, ja. So, das tun wir noch. Jetzt diese komische Froschmaske abziehen. Ah, oh, das ist super jetzt mit der Rüstung. Fantastisch. Hast du auch. Ach, da, ja. Metall. Hey, das ist ja Luxus hier. Ja. Sag ja, Equip-Status plus 200%. Ja. Eine Frage habe ich trotzdem noch, Xa. Ja. Bist du schon dazu gekommen, die Fellrüstung irgendwie anzufangen oder zu bauen? Oder müssen wir da. Nee, weil da ganz viel Fell fehlt. Da fehlt ganz viel Fell, okay. Also ich brauche ja für jedes Teil 40. Das ist dann also 80. Das, was wir machen müssen als nächstes, sozusagen. Ja, erstmal Fellfarmen gehen, aber da haben wir jetzt genug.
Beziehungsweise, ja, ich kann ja dann auch jetzt eine Smithy mitnehmen. Ach so, scheiße, ein bisschen Metall braucht man ja auch. Ja, aber du, wir haben jetzt so viele Tiere, die andere fertig machen. Ja. Das sollte jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Wo hast denn du die Mörs? Ach, da hinten. Da hinten. Gammelfleisch dürfte auch schon drin liegen. Mist, dabei wollte ich Gammelfleisch nachlegen. Ja, ich habe leider nicht viel Bären mitgebracht, aber egal. Ja, sauber. Also ich finde, wir sind wirklich gut aufgestellt, ganz im Ernst. Das ist fantastisch. Der schaut zumindest nicht schlecht aus, ja? Ja, ich meine, die Kanus sind popelklein, aber egal. Das ist egal, die Menge macht's. Ja. Aber wollen wir alles, was wir an Crafting-Zeug haben, was wir da noch verbauen können? Auch die Raptoren sind eigentlich nicht toll, aber in der Masse. Der eine ist gar nicht mal so schlecht. Der Level 100 schießt mich, ist gar nicht mal so schlecht. Der hat gut Leben. Ja, aber es ist einfach die Menge, in der die zuschnappen. Ja, wenn du die, vor allem sind sie alle relativ schnell, das heißt also, die Leute kommen auch nicht weg im Zweifel. Also, wie gesagt, wir können bei der kurzen Zeit jetzt nicht darauf achten, irgendwie, dass man nur die guten Viecher zähmen, das... Jetzt ist die Türe wieder offen, das ist Hammer hier. Ja, aus dem Grund habe ich zwei gebaut, dann kann immer eine offen stehen. Das war du willst die Daten zum Verzweifeln bringen. Oh, der Dimorphodon Level 8, ja, der muss ich auch mal leveln hier, der hat bestimmt 100 Level. Ja, sehr schön. Wie geht's dem Pego? Auch fantastisch. Oh, der dürfte sich, glaube ich, gerade die Schnauze verbrennen, aber auch nun ja. Ja, der hat ein bisschen Hitze gesucht, das war schon okay. Ja, so kalt, da muss er sich hinter den Ofen verstecken. Kriegen wir es noch? Oh, Fleisch. Ey, wie ist mir auch gerade aufgefallen. Oh, endlich wieder Fleisch. Ich habe die ganze Zeit nur vom Bären gelebt. Was ist das wieder ein Notfall jetzt, weißt du? Wieder 5 Tage lang nur auf dem Pott. Ich glaube, unser Dodo wurde ausgewechselt. Der ist grün. In dem Feuer sieht der grün aus. Wir bräuchten noch etwas Hide für den dritten Kanusattel. Moment, ja, wie viel? Ich habe 180. Reicht das? Das sollte reichen. Dann lege ich da auch nochmal 200 rein, ja? Danu, du hast vergessen die Tür. Ne, war ich das? Ach egal, ich weiß es nicht. Nein, das war ich. Ha. Oh, Rex hat schon über 3000 Leben. Oh, das ist doch ordentlich. Kannst du was mit anfangen? So, dann komm her, Karni. Kriegst du mal noch einen Sattel. Tiere füttern. Die Tiere haben alle, glaube ich, alle Essen drin. Da ist das drin, ja, ja. So, wollen wir die jetzt noch irgendwie parken oder lassen wir es? Also gehen wir ja, so rein, den Dodo vielleicht, oder? Den Dodo würde ich schon noch reinbringen. Also den, da sollten wir einmal kurz die Tür abreißen und eine neue bauen. Mhm. Das mache ich gerade mal, ne? Okay. Ich habe den Dodo auch ein paar Blutboxen jetzt mal reingelegt. So, für den Fall, dass wir es vielleicht doch nicht mal der Königsmacher, du kommst hier nicht rein. Königsmacher wollt hier rein. So. Ja, Blut packen und dann müssen wir noch in Richtung Heiltränke gehen. Da brauchen wir ja nur die Beeren für, oder? Ja, da brauchen wir die roten Beeren. Kochtopf, rote Beeren. Okay. Ich nutze die Zeit jetzt gerade, wo wir nicht viel tun und stelle ein paar Blutpacks her, also. Und aufpassen, dass ich nicht zu rot blinke. So, dann brauchen wir noch eine Tür. Hast du noch eine, oder? Ja, müssen wir bauen. Ah, du hast ja gut eingepackt. Ja, so kannst du stehen bleiben. Ist doch perfekt. Jetzt davor noch eine Mauer und wir haben sie eingebaut. Ich hatte den Wendekreis etwas unterschätzt. So, wenn du dir das vornimmst, die so einzupacken, wenn das dein Plan vorher gewesen wäre, hättest du nie geschafft. Mit Sicherheit nicht. Optimal geparkt. Warte, Günni muss noch hin. Günni. Ja, dann. Screenshots. Ich da mal noch ein Mäuerchen. Genau, die Dodos werden nur deswegen eingeparkt, weil man ja nie sagen kann, wo sind die Teams. Und falls dann doch irgendwas angreift, dass der Dodo auf jeden Fall überlebt. Ja, zumal man beim Einloggen ja vielleicht auch mal ein bisschen länger braucht und dann ist vielleicht der eine schon drin und da wird was angegriffen und der Rest vom Team fehlt. Genau. Es kann ja sein, dass wenn wir das nächste Mal einloggen, hier ist ja Rex-Gegend, wir könnten Rex spawnen und wenn unser Dodo draußen stünde und der Rex knuspert, das dauert nicht lang. So, ich schau mal, Nee, kann ich nicht, oder? Nein, doch, die Tür dürft wieder gehen. Nee, was fehlt mir? Können wir auch einfach das Behemoth-Gatter hinstellen. Was,
Hast du es fertig? Ja, mit Thor ist fertig. Dieser Unmögliche. Du hast gesagt, wer hier was Geld soll ich machen. Du hast gesagt, warum wir hier was Geld haben. Wir haben alles gebaut. Ja. Was denn? Du willst doch, dass deine Anweisungen immer klar befolgt werden. Oder? Ja, oder? Sag, wenn es wenigstens gesagt tut. Ja, ja, wenigstens der anständig hier mitmacht, ne, Dano? Genau. No. Wird wieder gekollt in der nächsten Folge hier. Geht nicht. Sicherheit. Naja, aber irgendwann du hebst dir das auf und du merkst es dir, Frauen vergessen nicht. Ach, morgen. Zum Beispiel. Wo sind denn? Da habe ich eine Chance, du hast recht. Ich halt eine Wooden Door, scheiß drauf, ich hab die andere erklärt. Aber du weißt, dann nehme ich lieber Minen. Ja, Minen. So, das ist jetzt zwar nicht hübsch, aber hübsch hässlich. Wer steht mir da im Weg? Könntest du ein Stückchen bitte auf Zeiten gehen? Du da. Nee. Find das gerade so viel lustiger. Zum Lagerfeuer. Komm schon. Oh Mann. Da. Weißt du, wenn man sich so viel Blut abzapft, braucht man nicht auch Fleisch. Aber blutiges Fleisch dann, ne? Nur Medium, höchstens. Ja, eher Englisch. Ja, genau. Damit du es wieder reinsaugen kannst, das Blut, richtig. Aber ich weiß nicht, ob Günni da so sicher ist. Dodo, könntest du mir einen Gefallen tun? Nächstes Mal, wenn wir losrennen, dann stürmst du auf Koja und greifst ihn einfach an. Ja, und verbeißt dich unten am Knöchel. Ich hab dir gerade nur einen guten Tipp gegeben. Nee, also wenn, dann immer Death. Bei mir brauchst du nicht kommen mit blutig. Nein. Hast du einen Mörser, wo du Schwarzpulver... Ja, da. Ja, der hintere. Titin, hast du auch irgendwo was brauchst? Ja, in die Workbench habe ich es geschmissen. Okay. Aber da wir jetzt die Titin-Rüstung mehr oder weniger übersprungen haben. Hast du noch genug Anchor Points frei für die Rüstung, für die Fellrüstung? Habe ich auch schon gelernt. Hast du schon, gut. Ja, wozu machen wir damit, cool? Also ja, wir springen rum und zementieren. Ja, ich denke, wir waren jetzt auch nicht ganz untätig. Also ich glaube, wir haben uns gut aufgeteilt. Also insgesamt kann man sich nicht ist das so hübsch hässlich genug, oder? Es ist eher hässlich, aber ja, passt. Gut. Hat der Xane Kitschi-Rüstung? Ja, ich habe noch eine Chitin-Rüstung an. Wie Günette uns anguckt gerade hier. So, ist das euer Ernst? So soll ich spielen? Das war gerade so ein entsetzter Blick. So. Ja, ich kann es aber. Ich meine, schau sie dir an. Also die. Sonst hätte nur so eine Sprechblase gefehlt. Ernsthaft? Ja, da ist was dran. Jetzt ist nur die Frage, achso, ich meine, gut, das sollten wir jetzt nicht im Stream besprechen. Ja, das besprechen wir dann wann anders. Nee, das machen wir nicht jetzt, ja. Oben. Wie viele Minuten haben wir noch? War das Gallicoterium? Was war denn das für ein Tier? 6 Minuten habt ihr noch. Das Bierpferd. Das Bierpferd war das. Das, was wir noch nie gezähmt haben, glaube ich. Steierbier. Ich lerne mal die Sattel, die wir eventuell brauchen. Also ja, die Schrotflinte wird echt teuer. Ja. Hast du die normale, diese Primitive? Ja, ja. Okay. Die aber in der Kampf, ja, 80 Metal Ingots. Okay. Aber die ist schon gut. Jo, also wenn du da einem die Schrotflinte vor die Nase hältst, der hat nicht mehr lange zu lachen. Eben. Gut, also ich bin bei Level 60 auch angekommen. 56. Passt. Oh, ich cool. Hab keine. Oh, Hyäne. Die kriegen wir doch gebolert. Bolern? Ja. Ja, das Problem ist nur, ich poche, weil. Sie ich brennt, meinst, sie brennt. Vorsicht, da rechts ist noch eine Hyäne. Nein, noch drei. Da sind vier Hyänen. Sag, kommst du raus? Wir müssen was bolern. Jupp. Wie gesagt, das Problem ist, ich poche schon. Also ich habe gerade nicht viel Leben. Achtung, Sa, direkt neben dir. Ach du Scheiße. Keine Pfeile. Ich habe 66 Pfeile. Warte mal, hier, scheiß drauf. Wir müssen... Nano? Ja? Was denn? Jetzt setz dich auf den Kano. Ich habe nochmal eingerissen hier gerade. Das hilft nichts. Okay. Hm?
Okay, drauf. So. Ach, die hauen ja ab. Ja, scheinbar sind denn die Kanus stark. Naja, das sind ja so Angsthasen. Lass er rennen, lass er rennen. Ja, aber dann treibe ich es nur wieder weg. Ja. Aber dann können da unten ist der Alpha und. Den Alpha holen wir das nächste Mal mit den Kanus. Den holen wir. Oh, jetzt sind sie weg genug. Das reicht. Ja. Ich hab mir gedacht, den einen da wichtig. Ja, ist weg. Okay. So, brauchen wir nochmal zwei Wände, Xa, sorry. Oh. Kein Problem. Ja, yeah, der. Ja. Mhm. Schwierig. Bleib einfach so stehen, ist gut. Genau. Gut. Irgendwas hat noch ein Level gegeben. Habt ihr zufälligerweise noch einen Wasserbeutel da? Ja, hab ich. Legen die in den Schrank. Okay, danke. Oh, da ist aber nur ein Minischluck drin. Moment, dann da. Ein bisschen mehr ist da drin noch. In dem, den ich hier reingelegt habe, aber ich habe auch nicht mehr viel. Mhm. Naja, da. Oh Mann, unsere Charge schon ja voll gut aus. Mit der Rüstung. Kuja ist eindeutig Bierchen. Ja, und ein paar rohe Steaks. Mahlzeit, lecker. Mhm. Terry. Oh, scheiße. Kuja, weißt du, was du noch gegessen hast? Danu, scheißegal, Terry. Ich seh's. Kann doch sagen, warum. Nein, ich habe keine Pflanze gegessen. Doch. Ich hatte keine. Du musst aber eine, du hattest den roten Buff. Was? Ich hatte überhaupt keine Pflanze. Du hattest die rote. Doch. Ich hatte überhaupt keine Pflanze. Nein. Vielleicht durch das Fleisch oder was? Ich hatte. Echt? Nein, ich hab überhaupt keine Pflanze Warte gehabt. Warte mal. Moment. Ich stehe da ja halbwegs safe. Achso, ich habe gerade kein Fleisch mehr. Doch, haste. Steht da gerade. Ja, genau. Wollte ich gerade. Echt hetzen. Jetzt? Ich hab doch überhaupt kein. Echt jetzt? Macht mich nicht schwach. Cool, da ist Pflanzen und das in dem Spiel. Ich würde mal seinen Feinden unterjubeln oder so. Nö, er frisst freiwillig. Ich war das nicht, das war der Dodo. Ja, ja. Ja. Echt jetzt? Ich hab auch nicht wahrgenommen, dass ich so ein. Wo soll ich die herhaben? Wo gibt's die denn? Achso, in dem Schild vielleicht, ja, da könntest du herkommen. Ja, natürlich. Ich habe ja auch ein paar gehabt. Aber ich hätte die jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt essen wollen. Echt jetzt? Weißt du, so kurz vor Torenschluss hau ich noch einen raus. Die ganze Zeit keine Fails und am Ende das. So. Jetzt verdurste ich noch dazu. Kannst du mal nochmal regnen? Ich auch. Eine Minute habt ihr noch. Ja. Okay, drin. Jetzt bitte die zwei Wände, Xa. Ja, aber weiß gut, dass die noch nicht drinnen waren. Alter, stell dir mal vor, hier wären jetzt noch 5 Trikes oder so gewesen. Ja, es wäre jetzt lustig geworden gegen Ende. Ach du Scheiße. Also, wer glaubt hat, dass Koja heute keine Fails liefert, der hat jetzt gesehen, doch. Ja. Ihr wolltet sie, ihr kriegt sie. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe ja nur das getan, was die Zuschauer mir aufgetragen haben. Ach so. Nein, Koja, ich habe noch 13 Blümchen. Magst du die auch haben? Hau sie weg. Hab ich Rechte aus Erfahrung. Komm nicht auf die Idee, die wieder aufzuheben. Also, kommt hinein ins Häuslein. Es ist Feierabend. Feierabend. Tür zu. Auslocken.